Moin, ich bin der Jules und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr Balerog in den Feuerlanden im normalen sowie heroischen Modus besiegt. Der Kampf gegen Balerog besteht aus nur einer Phase und ihr solltet Heldentum bzw. Kampfrausch am besten direkt zum Pult ziehen. Ich würde euch empfehlen, Balerog mit nur einem Tank zu spielen und einer geraden Anzahl von Heilern, also 2 im 10er und 4 oder 6 im 25er Raid. Die Kernmechanik des Kampfes betrifft den Tank und die Heiler eurer Gruppe. Der Tank erhält im Laufe des Kampfes einen immer weiter ansteigenden Debuff, der zwar seine HP erhöht, jedoch auch seinen erlittenen Schaden drastisch ansteigen lässt. Damit die Heiler den Tank noch heilen können, müssen sie selber einen stapelbaren Buff sammeln, damit der Tank nicht stirbt. Dafür ist es wichtig, dass eure Heiler vor dem Kampf in zwei Gruppen aufgeteilt werden. Alle 30 Sekunden erscheint ein Splitter der Qual, welcher die einzige Mechanik des Kampfes ist, die eure Schadensausteiler spielen müssen. Wenn sich kein Spieler innerhalb von 15 Metern um den Splitter befindet, explodiert dieser jede Sekunde und wiped sehr schnell den Raid. Deshalb müsst ihr Schadensausteiler einteilen, die sich schnell zum Splitter bewegen. Der Spieler, der am nächsten zum Splitter steht, bekommt den stapelbaren Qual-Debuff, welcher mit jedem Stapel mehr Schaden verursacht. Ein Spieler sollte mindestens 12 Stapel nehmen und dann schnell mit einem anderen Spieler tauschen, sodass dieser nun am nächsten zum Splitter steht. Der Splitter verschwindet nach 25 Sekunden und ihr solltet nie mehr als 2 Spieler pro Splitter brauchen. Nachdem ein Spieler den Qual-Debuff hatte, erhält er für 40 bzw. 60 Sekunden im 25er den Gequält-Debuff, welcher dafür sorgt, dass die Spieler von folgenden Splittern tödlichen Schaden erleiden würden. Jedes Mal, wenn ein Splitter der Qual spawnt, müssen also 2 andere Spieler als beim vorherigen Splitter den Qual-Debuff sammeln. Es ist wichtig, dass zu keinem Zeitpunkt der Tank oder ein Heiler den Qual-Debuff bekommt. Achtet also darauf, dass diese Spieler nie zu nah an einem Splitter stehen. Eure Heiler müssen jedoch die Schadensausteiler heilen, welche den Splitter aufsaugen, und erhalten dafür im Gegenzug einen Buff, der ihre verursachte Heilung auf dem Tank stark erhöht. Diesen Buff bekommt man jedoch nur, wenn man in den letzten 15 Sekunden den Tank nicht geheilt hat. Dadurch ergibt sich auch, warum ihr eure Heiler in zwei Gruppen aufteilen müsst. Eine Gruppe heilt ausschließlich den Tank und die andere Gruppe heilt ausschließlich die Spieler, die den Splitter aufsaugen. Jedes Mal, wenn ein neuer Splitter erscheint, tauschen die beiden Gruppen jedoch. Dadurch können alle Heiler Stapel vom Heilungsbuff sammeln, sodass sie es schaffen können, den Bossschaden gegenzuheilen, wenn sie dran sind, den Tank zu heilen. Für den Tank ist der Kampf relativ einfach. Der Boss hat lediglich automatische Angriffe, wird diese jedoch alle 30 Sekunden für 15 Sekunden abwechselnd durch Inferno-Klinge oder dezimierende Klinge ersetzen. Dezimierende Klinge verursacht immer 90% der HP des Tanks und diesen Schaden kann man auch nicht reduzieren. Eure Heiler müssen das einfach gegenheilen. Inferno-Klinge verursacht hohen Feuerschaden und euer Tank sollte für diese 15 Sekunden immer einen defensiven Cooldown wie Schildwall oder Schmerzunterdrückung bereit haben. Im heroischen Modus ändern sich nur zwei Dinge. Regelmäßig werden zwei Spieler mit einem Strahl verbunden und müssen schnell zusammenlaufen, da sie sonst den Raid sprengen. Zusätzlich springt der Gequält-Debuff, den ein Spieler nach dem Aussaugen eines Splitters erhält, nun auch auf andere Spieler über, die er berührt. Steht also gut verteilt und bewegt euch nicht durch andere Spieler, nachdem ihr einen Splitter ausgesaugt habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über einen Kommentar, ein Like und ein Abo freuen. Hier verlinke ich euch auch nochmal eins meiner anderen Videos. Ich wünsche euch guten Loot, viel Erfolg in den Feuerlanden und dann bis zum nächsten Mal.